Ledger und Consensus sind einfach nur falsch. Einfach nur falsch. Eigentlich werden sie dein Geld klauen oder deine Kryptowährung. Und das ist der ganze Punkt von Kryptowährung, dass du dein Reichtum selber besitzt und niemand anders sollte dein Reichtum besitzen. Wenn sie das nicht glauben, wir werden darüber reden und viel mehr in der heutigen Sendung. Mein Name ist Da Vinci Jeremy, ich bin in the Pipe, 555, versuche am Leben zu bleiben hier in Dubai. Und ich hoffe, euch geht's gut und ich hoffe, ihr werdet sehr viel lernen von dieser Sendung, weil das ist sehr wichtig für jeden, der eine Firma gründen möchte in der Kryptoindustrie oder eine Wallet-Software entwickeln möchte. Die müssen sehr gut aufpassen und vollkommen verstehen, was sie sagen und was sie tun, dass das einfach nur falsch ist. In dem Zusammenhang, was Ledger getan hat und MetaMask getan hat, in den letzten Tagen, das ist wahnsinnig, dass diese Firmen das nicht sehen, wie unlogisch das ist, deren Handel. Und ich werde euch das zeigen und ich hoffe, euch wird das gefallen, dieses Geläster, weil es wird sehr gut. Ihr werdet sehr viel Spaß haben, weil ich werde sehr viel lachen und sehr viel lästern. Aber ihr werdet auch was lernen, was wichtig ist über Kryptowährung. Also bleibt bis ans Ende dran, drückt gefällt mir und abonniert und schaut bitte bis ans Ende. Das wird dir sehr viel helfen und auch dem Algorithmus und das schätze ich auch. Also mit dem gesagt, lass uns direkt zu dem ersten Artikel gehen von heute. Und ich weiß, das hat nichts mit dem Titel zu tun, aber ich wollte das erwähnen, weil ich glaube, das ist ein wichtiges Thema und ich weiß, das ist etwas kontrovers, ich weiß, aber hör dir das bis ans Ende an. Ein Ehemann versteckte während seiner Scheidung Bitcoin im Wert von 500.000 US-Dollar und wurde von einem Kryptojäger erwischt. Also in dieser Geschichte hier, ein paar Monate nach Beginn ihres Scheidungsverfahrens hielt es Sarita für verdächtig, dass ihr Ehepartner, der jährlich 3.000.000 US-Dollar verdient, nicht über viele Vermögenswerte verfügte. Nachdem sie ein halbes Jahr mit der Suche verbracht hatte und die Hilfe eines forensischen Buchhalters in Anspruch nahm, machte die New Yorker Hausfrau schließlich 12 Bitcoin ausfindig, damals im Wert von 500.000 US-Dollar in einer bisher unbekannten Krypto-Wallet. Also halte in Gedanken, du weißt nicht, was die Einzelheiten von dieser Scheidung sind, also der genaue Grund, du weißt es nicht. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht misshandelt wurde oder ob es einfach nur eine Hausfrau war, die sich entschieden hat, ich werde ihn heiraten und dann werde ich all sein Geld nehmen. Aber was ist die Möglichkeit, dass sie misshandelt wurde oder einfach nur auf sein Geld aus war? Die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich höher und deswegen werden wir sie einfach nehmen. Also mit dem gesagt, das ist der wichtige Punkt von Kryptowährung. Du willst nicht den Leuten die Möglichkeit geben, dass sie dein Reichtum nehmen, entweder ob es die Regierung ist oder eigentlich deine Frau, die von dir klauen möchte. Das ist ein unfaires System, was wir haben mit der Ehe, weil die Regeln für eine Ehe sind normalerweise fair für die Frauen, weil wir können arbeiten und normalerweise durften Frauen nicht arbeiten und deswegen musste sie bezahlen. Aber heutzutage dürfen sie arbeiten. Also sollten sie sich einen Job holen und sie sollten nicht das Vermögen von demjenigen nehmen, der es aufgebaut hat. Das ist meine Meinung und ich bleibe auch dabei, weil es am meisten Sinn ergibt. In der heutigen Gesellschaft müssen die Regeln sich ändern oder vielleicht gar nicht erst heiraten. Und das glaube ich, weil das ist ein Scam in dem jetzigen System, weil sie können einfach sagen, hey, weißt du was, ich bin nicht mehr glücklich, ich fühle es nicht mehr und ich nehme alles, was du verdienst, das ist nicht fair. Und deswegen bin ich dagegen und ich glaube, du solltest immer Wege finden, um dein Reichtum zu beschützen von einem unfairen System und das natürlich auch Steuern. Weil darum geht es, ein unfaires Geldtransfer nicht nur von der Regierung,
aber auch für die Leute, die Geld verdienen von den Zinsen, von den Zinszahlungen, wenn sie einfach nur Geld drucken, wie zum Beispiel eine Bank oder eine Zentralbank, wenn sie es der Regierung ausleiht, zum Beispiel der Federalen Reserve, leihen sie das Geld und dann bekommen sie diese Zinsen und die Zinsen gehen an die Leute, wir wissen nicht erst an wen es geht, weil das eine private Bank ist. Aber die brauchen nichts machen, um dieses Geld zu erstellen. Also, ich arbeite als ein Sklave für sie, das ergibt gar keinen Sinn. Also deswegen willst du das umgehen, wenn du es kannst. Oder reduzieren, deine Steuern, allmögliche legalen Sachen benutzen oder das Land verlassen, wo du diese Steuern zahlen musst. Also, das ist meine Meinung. Also als erstes, diese schlechte Steuer oder auch überhaupt die Ehe. Das solltest du nicht tun, weil die Gesetze stehen einfach vollkommen gegen dich und du solltest dich davor beschützen, vor diesem Event, dass das überhaupt eintrifft. Ich weiß, das wird sehr kontrovers sein, es wird sehr viele Kommentare geben, hin und her. Aber hey, lass uns Spaß haben. Also wenn wir weitermachen, ich betreibe einen Ledger-Konkurrent, aber ich unterstütze ihn bei der Explosion der Schlüssel. Also lasst uns lesen, was er hier zu schreiben hat. Für einen CEO ist es nicht intuitiv, einen Konkurrenten zu verteidigen, insbesondere wenn dieser eine Funktion einführt, die wir vor Jahren entwickelt haben. Aber angesichts des Debakels um Ledgers neue Funktion Ledger Recover ist es an der Zeit, eine ausgewogene Perspektive zu bieten. Also, diese Firma hat das schon mal getan. Und welche Firma das ist, ich möchte sicher gehen, dass ihr nicht ein Hardware-Wallet von dieser Firma kauft. Und ich werde erklären, warum es meine Meinung ist. Also als erstes, wenn du ein Ledger hast, nicht upgraden, das Firmware. Und ich werde auch erklären, warum, weil es ergibt vollkommen Sinn. Das Unternehmen steht in der Kritik, weil es ein Update seiner Wallet-Firmware veröffentlicht hat, dass es ihm ermöglicht, eine Version der Wallet Seed Phrase an Dritte zu senden. Aber eine Empörung erscheint unverhältnismäßig, die Annahme, dass Ledger fahrlässig Seed Phrases an einen Server sendet, ist grundsätzlich falsch. Und lass uns hier klar sein, das neue System ist nur Opt-in, das bedeutet, nichts wird davon runtergenommen von der Hardware Wallet, es sei denn, du meldest dich an. Das hört sich ziemlich unbeeindruckend an. Es gibt keine erzwungene Teilnahme oder versteckte Hintertür. Es gibt keine versteckte Hintertür, es ist eine offene Hintertür. Das ist eigentlich ein Protokoll, die implementiert ist, sodass sie reingehen können und die Seed Phrase holen können. Der Seed wird mit Hilfe von Shamir Secret Sharing eingesetzt, ein angesehenes kryptografisches Verfahren, lokal in drei verschlüsselte Shards aufzuteilen und verschlüsselt versendet. Eine Praxis, mit der die Branche seit Jahren vertraut ist. Also es gibt hier einen Punkt, wenn ein Seed Phrase auf deinem Computer ist, ist es in Gefahr. Und warum ist das so? Weil du Software installieren kannst auf jemand seinem PC, was hingeht in die ganze Speicherkapazität, alles, was auf dem Computer ist, um das zu lesen. Weil wenn Sie den Seed Phrase nehmen, müssen Sie es unverschlüsselt nehmen, aufteilen in drei Teile und damit diesen Secret Sharding wieder zusammensetzen oder das zu formen, also dieser Prozess von unverschlüsselt zu verschlüsselt, ist es sehr gefährdet. Und dann natürlich wird es an jemand weitergeleitet, diese drei Teile, vielleicht zu drei verschiedene Firmen, sodass es schwieriger ist, das wieder zusammenzusetzen. Aber das Problem ist, es gibt einen Weg, um dein Seed Phrase oder deine Keys zurückzubekommen. Und wenn das eintrifft, das bedeutet, dass es irgendjemand anders gibt, der auch die Schlüssel besorgen kann. Denk darüber nach. Du sagst jetzt, oh, weißt du, das wird unmöglich sein, für einen Hacker drei verschiedene Firmen zu hacken und das wieder zusammenzusetzen. Ja, das stimmt, das wird schon schwer sein, hundertprozentig. Ich stimme damit überein. Aber trotzdem, es braucht nur eine Unterschrift von der Regierung, um das zu tun, um zu sagen, du, gib mir die Schlüssel.
Und wenn ihr das nicht tut, in den Knast. Das war's. Also, das ist ein großes Problem. Du solltest nie die Kontrolle deiner Schüssel verlieren. Und noch ein Problem ist, du musst realisieren, auch wenn es eine niedrige Wahrscheinlichkeit ist, dass irgendjemand diese Schlüssel bekommt, wenn du die Schlüssel nicht mehr besitzt, dann musst du immer dir Gedanken machen, wenn Geld fehlt, hast du dich nicht darum gekümmert oder die Firma? Und das weißt du nicht, weil du kein Softwareentwickler bist. Du hast nicht die Möglichkeit, um wirklich rauszufinden, ob es du warst, der die Transaktion durchgeführt hat, wegen einem Fehler, oder ob irgendjemand die Schlüssel geklaut hat, von dir, oder ob es bei denen passiert ist. Und das ist ein großes Problem. Und deswegen solltest du kein Hardware-Wallet kaufen, der die Möglichkeit gibt, dass deine Schlüssel zu irgendeinem Zeitpunkt je das Gerät verlassen können. Das ist egal, ob es einfach nur Opt-in ist, dass du dich anmelden musst dafür, für diese Leistung, einfache Möglichkeit, dass deine Schlüssel das Hardware-Wallet verlassen kann, ist der grundlegende Faktor. Die Schlüssel dürfen das Gerät niemals verlassen. Und das ist es. Also, was ich vorschlagen würde, ihr findet entweder ein Hardware-Wallet, was genau das tut, oder wenn du keinen von den Leuten traust, dann geh zu einem AirGap-System. Und was ist ein AirGap-System? Das ist ziemlich einfach. Du kaufst einen Computer für $300. Es gibt sehr viele billige Computer. Und eigentlich schmeißt du alles runter, den Zugang zum Internet und alles, was nicht gebraucht wird, und lädst dir eine Software drauf, die deine Transaktion unterschreibt. Also du würdest die Transaktion auf einem anderen Computer durchführen und die werden signiert auf dem Computer, der keinen Internetzugang hat. Das ist sehr viel Arbeit. Ich habe das selber gemacht. Das macht keinen Spaß. Du musst einen USB-Key benutzen, sodass diese Transaktion auf dem anderen Computer unterschrieben wird und dann wieder zurück, dass das auf dem Netzwerk durchgeht. Also das macht nicht Spaß. Aber das garantiert, dass niemand anders Zugang hat zu deinen Schlüsseln. Aber es gibt ein Problem. Es gibt ein unmögliches Ereignis, dass irgendjemand diesen USB-Stick kontrolliert, den du benutzt, um diese Textnachrichten hin und her zu schicken. Und wenn das eintrifft, dann kannst du ein Problem haben mit der Applikation. Und das könnte dazu führen, dass es auf dem USB ist und das wird deine Keys von diesem Call-System transferieren. Es ist unwahrscheinlich, weil so eine Software zu diesem Zeitpunkt noch nicht existiert, aber das ist möglich. Also, das ist nicht hundertprozentig garantiert, aber was eine garantierte Lösung ist, ist ein Hardware-Wallet, das nicht die Möglichkeit gibt, dass deine Schlüssel das Hardware-Wallet verlässt. Okay, ich hoffe, das ist klar und ihr habt das verstanden. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, sie sind so falsch. So falsch. Ich kann nicht glauben, dass sie so etwas tun würden und einfach sagen, wo ist das Problem? Erstell einfach nur ein anderes Hardware-Wallet, was den Leuten die Möglichkeit gibt. Du nennst zum Beispiel eine Hardware-Wallet Auto Recovery Service Device oder irgendwie sowas. Mach es einfach so. Mit einem anderen Gerät. Das tut weh. Überhaupt darüber nachzudenken, dass sie das Logische dahinter nicht sehen. Ich suche einen Remote Sale Junior Agent für NFT-Shell.io. Der Link ist in der Videobeschreibung. Bitte füllt diese Form aus, wenn ihr zu diesem Bewerbungsgespräch kommen wollt. Ihr werdet ihn mit mir und Maurizio haben. Also wenn ihr diesen Job haben wollt, dann werdet ihr auch direkt mit mir zusammenarbeiten. Also wenn du für mich arbeiten möchtest, kannst du dich anmelden, indem du auf den Link drückst in der Videobeschreibung. Und genau hier könnt ihr das sehen. Ein Remote Sales Junior Agent für NFT Shill.io. Und da drückst du drauf und dann kannst du diese Bewerbung ausfüllen.
unnatürlich. Ihr könnt rübergehen zu Bybit und dann Konto öffnen oder Femex oder OKX. Und eigentlich, OKX hat jetzt 60.000 Dollar Einzahlungsbonus. Also ja, schaut euch das an. Und lasst uns rübergehen zu dem nächsten Artikel, zu dem nächsten Geläster. Ich muss einfach mehr lästern über MetaMask. Und zwar hält MetaMask die Kryptowährung der Kunden für Steuergründen zurück. Nein, tun sie nicht. Okay. Consensus, das Unternehmen hinter der Kryptowallet MetaMask, hat Gerüchte entkräftet, dass es Steuern von Kryptowährungsnutzern erhebt. Das Unternehmen teilte seinen 270.000 Twitter-Followern am 22. Mai mit, dass die Gerüchte auf ungenauen Informationen beruhen, die auf eine Fehlinterpretation der Nutzungsbedingungen von MetaMask beruhen. Also, ich werde das hier jetzt abschneiden und lasst uns hier durchgehen, um was hier drin steht. Und hier steht, das steht in deren Information: Jede Partei ist nach geltendem Recht dafür verantwortlich, alle Steuern und sonstige staatliche Gebühren, Abgaben sowie etwaige Strafen, Zinsen und andere Zuschläge zu ermitteln und zu zahlen, die dieser Partei bei oder Bezug auf Transaktionen und Zahlungen im Rahmen dieser Vereinbarung auferlegt werden. Also, jede Transaktion und Zahlung. Also ich meine, ich benutze meine MetaMask, um Transaktionen zu bekommen oder Zahlungen zu bekommen. Ihr erwähnt nicht Zahlung von Consensus. Ihr erwähnt das nicht in diesem Statement, weil in diesem Statement bist du nicht genau. Und deswegen müssen wir uns darauf beziehen, weil du bist eine Wallet-Firma und du gibst die Möglichkeit, Geld oder Transaktionen zu schicken oder zu erhalten in Kryptowährungen. Ihr habt hier nicht erwähnt, dass es die Firma ist, die Zahlung schickt und erhält von Consensus. Ihr habt das generell erwähnt. Alle Gebühren, die sich um die exklusive Steuern, sofern nicht anders angegeben handelt, wird behalten und das Recht vor gegebenen Steuern einzubehalten. Ich habe mir das durchgelesen und generell, wenn du nicht deine Steuern zahlst, werden sie reingehen und deine Steuern nehmen. Das Gefühl habe ich, wenn ich das lese, und ich glaube, sie müssen das neu strukturieren, dass es so etwas ist. Zum Beispiel, wir behalten die von Consensus gezahlten Steuern von privaten Personen, Unternehmen oder die erhobenen Umsatzsteuern ein. Ziemlich klar, oder? Also du musst bezahlt werden von Consensus oder irgendwelche Steuern beziehen, weil du Werbung machst. Und das werden sie halten. Also das ist ziemlich klar. Aber das hier nicht. Das sagt generell, dass sie deine Einkommensteuern halten können, wenn die Regierung das sagt. Und das steht hier. Da ist nichts anderes, wie ich das interpretieren kann, weil generell steht das hier. Also ich würde mich gerne mit euch darüber unterhalten, in den Kommentaren. Vielleicht bin es nur ich. I don't know. Just me. Maybe I'm crazy. That's too general. Dass die Regierung an der Tür klopft und sagt, wir brauchen dieses Geld und ihr müsst uns das besorgen, dass sie das tun. Das bedeutet das. Also mit dem gesagt, lass uns rübergehen zu den Charts. Und heute können wir sehen, dass Bitcoin abgeprallt ist. Und das ist nicht zu diesem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, wenn es zu den 27.555 kommt, aber wir sind in dem Bereich, wir haben diesen Bereich durchbrochen, diese Trendlinie hier, und das bedeutet, die 27.300, und das gibt eine gute Chance, dass wir hier hochkommen bis zu 28.000, worüber wir den anderen Tag geredet haben. Also ja, ihr könntet das traden bis zu diesem Punkt, zu diesem Zeitpunkt, weil wir sind definitiv ausgebrochen. Mir gefällt nicht das Volumen, das ist etwas niedrig, aber wir können sehen, dass wir eine Chance haben, dass die Bullen hier in Kontrolle sind und dass wir hier hochgehen bis zu den 28.000, bevor wir irgendeine Korrektur sehen, zu diesem Zeitpunkt. Also wenn du das traden möchtest, dann geht rüber zu okx.davincijl15.com
oder zu bybit.davinci-j15.com. Und da bekommt ihr einen Riesenbonus, der Link ist in der Videobeschreibung. Und lasst uns übergehen zu Ethereum. Und wiedermals, Ethereum hat genau das gleiche gemacht. Wir sind endlich auf der tägigen Chart ausgebrochen, über die EMA Ribbons. Und wir sind über diesen wichtigen Bereichen, wo wir sagen können, hier könnten wir eine Long öffnen. Und das ist bei $1,850. Und wir gehen weiter nach oben. Eigentlich 1840. Ich möchte sicher gehen, ich werde das erstmal in Rot wechseln. Bei 1848. Also wir sind definitiv in dem positiven Standpunkt. Wenn wir runtergehen auf die niedrigeren Zeitebenen, sind wir über dem 200 Period Moving Average. Und wir testen das jetzt gerade, das hier durchbricht und die Bands sind etwas zusammengezogen. Und wir sind ausgebrochen und die Wahrscheinlichkeit, dass wir weiter nach oben gehen, ist ziemlich hoch. Also ihr könntet reinspringen auf diesen Trade, wenn wir hier ein W sehen, auf den niedrigeren Zeitebenen. Also hier könnten wir sehen, dass Ethereum höchstwahrscheinlich, lass uns auf die höheren Zeitebenen gehen, höchstwahrscheinlich versucht, diesen Bereich nochmal zu testen, bei den $2,000. Höchstwahrscheinlich kommen wir über die 1937. Ich werde hier mal schnell die Fibonacci Retracement Levels einzeichnen. Ja, also ihr könnt sehen, genau in diesem Bereich, da könnten wir sehen, dass hier heftiger Widerstand ist, bevor wir dann sehen, dass Ethereum sich dann umdreht. Könnten wir sehen, dass Ethereum weiter nach oben geht? Ja, das ist möglich, aber jetzt gerade ist das unwahrscheinlich, dass Ethereum weiter nach oben geht. Wir werden höchstwahrscheinlich nochmal die niedrigeren Bereiche testen müssen, unter die 1741. Vielleicht können wir da abprallen oder etwas darunter gehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir hier wieder runterkommen zu den 1740 in der näheren Zukunft. Also seid darauf bereit oder vielleicht hebt es von ihr ab, aber es ist alles möglich. Die Märkte werden das tun, was immer sie wollen und wir müssen einfach technische Analyse nehmen, um das höchstwahrscheinlichste Szenario zu finden. Also höchstwahrscheinlich kommt es zurück, scheitert und kommt nochmal runter in diesen Bereich und das könnten wir traden. Okay, also mit dem gesagt, danke, dass ihr alle geschaut habt und danke, dass ihr hier wart. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und ihr versteht, dass Krypto dafür da ist, dass du dein Geld selber hältst, genauso wie du auch die Verantwortung nimmst für das Bargeld, was du in deiner Brieftasche hast. Du musst dich darum kümmern. Wenn du das irgendwo liegen lässt, wo die Leute es nehmen, dann werden sie es nehmen. Also, effektiv musst du für deine eigenen Kryptowährung verantwortlich sein. Ich stimme damit überein, dass diese Firmen einfach nur versuchen, ein Problem zu lösen, weil sehr viele Leute ihre Seed Phrase verlieren oder vergessen und sie wollen einfach nur irgendwas finden, um das zu unterstützen. Aber mir gefällt das nicht, wie sie das machen. Und das ist alles, was ich damit sagen möchte. Und ich hoffe, ihr versteht das. Und ich hoffe, euch hat diese Sendung gefallen. Und wir sehen uns morgen. Ciao.